Hallo ihr Lieben, da euch mein Video über den Ausdruck meinetwegen so gut gefallen hat, mache ich heute direkt weiter mit einem weiteren Ausdruck mit wegen, nämlich von wegen. Der hat verschiedene Bedeutungen im Deutschen und wird besonders gerne in der Umgangssprache benutzt. Wir fangen jetzt mal direkt an mit diesem Dialog hier. Wie geht's eigentlich Manuel? Sein Studium läuft gut, oder? Von wegen. Seine letzten Prüfungen hat er nicht bestanden. Wenn wir von wegen sagen, drücken wir aus, dass etwas, das direkt vorher gesagt wurde, nicht stimmt oder wahrscheinlich falsch ist. Das von wegen in dem Dialog gerade heißt also, nein, das stimmt nicht. Manuels Studium läuft nicht gut. Hier sind noch ein paar Beispielsätze. Hattest du einen schönen Urlaub? Ach, von wegen. Das Hotel war schrecklich und es hat die ganze Zeit geregnet. Hier drückt das von wegen eine negative Antwort auf die Frage aus. Es bedeutet auf keinen Fall. Man sagt damit sehr direkt, nein, der Urlaub war gar nicht schön, eher im Gegenteil, er war schrecklich. Jennifer hat gesagt, dass ihr Sohn schon sehr gut lesen kann. Von wegen. Hier ist das von wegen ein sehr direkter Weg, um zu sagen, nein, das, was Jennifer sagt, stimmt nicht. Jennifers Sohn kann nicht gut lesen. Auf Englisch würden wir das von wegen in diesen Situationen wahrscheinlich mit no way oder hell no oder not at all übersetzen. Hier ist noch ein Beispiel aus der Überschrift eines Zeitungsartikels. Karriere nur mit Studium von wegen. Das heißt, dass man nur mit einem Studienabschluss eine erfolgreiche Karriere haben kann, stimmt nicht. Weil von wegen ein umgangssprachlicher Ausdruck ist, ist es schwierig, hundertprozentig genau zu sagen, wann man ihn verwendet und wann nicht. Es kommt da wirklich immer sehr auf die Situation an und auch auf den Gesprächspartner. Am besten hört ihr immer ganz genau hin, wenn ihr Muttersprachler und Muttersprachlerinnen sprechen hört und achtet drauf, wann sie von wegen benutzen. Dann bekommt ihr mit der Zeit ein immer besseres Gefühl dafür, in welchen Situationen es gut passt. Ich habe euch auf meiner Website auch noch einige weitere Beispielsätze aufgeschrieben. Schaut da doch mal vorbei, wenn euch das interessiert. Wir können dieses von wegen nicht nur alleine verwenden. Es kann auch zusammen mit anderen Wörtern stehen. Schaut euch gleich mal die Beispielsätze an und achtet hier auch darauf, wie ich die Sätze betone. Vielleicht könnt ihr sogar versuchen, sie nachzusprechen. Dann bekommt ihr ein Gefühl dafür, mit welcher Melodie und mit welcher Betonung man dieses von wegen beim Sprechen benutzen kann. Kannst du bitte mal schnell ausrechnen, wie viel Liter Farbe wir für die Wand im Schlafzimmer brauchen? Das geht ja ganz einfach. Von wegen einfach. Dafür brauche ich einen Taschenrechner. Von wegen einfach. Ich greife hier also etwas auf, was die andere Person gesagt hat. Das geht ja ganz einfach. Und antworte, nein, das stimmt nicht, dass es einfach ist. Es ist überhaupt nicht einfach. Julia ist so eine nette Person. Sie hat mir gestern geholfen, den Vertrag für den neuen Kunden vorzubereiten. Von wegen nette Person. Die macht das nur, damit der Chef sie schnell befördert. Hier nehme ich auch wieder etwas auf, was die andere Person gesagt hat und sage mit von wegen nette Person. Nein, sie ist keine nette Person. Das stimmt nicht, was du sagst. Sie hilft dir nur, weil sie dem Chef gefallen will. Ich finde, es war eine richtig tolle Idee von Jonas, den Kundentermin auf nächste Woche zu verschieben. So haben wir jetzt viel mehr Zeit für die Vorbereitung. Von wegen tolle Idee. Ich wollte mir eigentlich nächste Woche frei nehmen. In den letzten beiden Beispielen könnt ihr sehen, dass nach von wegen der Nominativ steht. Von wegen nette Person, von wegen tolle Idee. Lasst euch hier nicht davon verwirren, dass nach der Präposition wegen, mit der ihr einen Grund angeben könnt, der Genitiv steht. Das hier ist was komplett anderes. Wenn ihr mich hier nach einer englischen Übersetzung fragt, würde mir am ehesten einfallen, nice person, not really. Oder great idea, I don't think so. Oder auch nice person, my ass. Das ist eine ähnliche Bedeutung, aber diese letzte englische Variante klingt viel vulgärer und unfreundlicher als die deutsche Version. Dieses deutsche von wegen ist viel neutraler. Und das sehen wir auch daran, dass von wegen häufig in Zeitungen benutzt wird, in Überschriften nämlich. Schaut mal hier. Von wegen Frühling. Diese Woche könnte es im Norden nochmal schneien. Das heißt, auf keinen Fall haben wir schon Frühling. Der Frühling hat zwar schon angefangen,
Aber das Wetter passt nicht dazu. Es ist sogar so kalt, dass es vielleicht noch einmal schneit. Und Schnee haben wir im Frühling normalerweise nicht. Und hier schreibt der Stern, von wegen effizient, warum Multitasking ein großer Irrtum ist. Das bedeutet also, manche Menschen sagen zwar, dass Multitasking effizient ist, aber das stimmt nicht. Man könnte auch schreiben, effizient? Auf keinen Fall. Und der Artikel zeigt dann, warum nicht. Oder hier, von wegen süß, Panda griff seinen Pfleger an und verletzte ihn schwer. Auch das bedeutet süß? Auf keinen Fall. Man sagt oft, dass Pandas süße Tiere seien, aber der hier ist überhaupt nicht süß, denn er hat einen Menschen verletzt. Ihr seht also, dass Zeitungen dieses von wegen sehr gerne in Überschriften benutzen. Und ihr seht vielleicht auch, warum. Dieser Ausdruck spart Platz. Er ist sehr kurz und kompakt und sagt aber trotzdem viel aus. Er ist also sehr praktisch, wenn man in wenigen Worten einen Gegensatz ausdrücken und seinen Text interessanter gestalten möchte. Jetzt kommen wir zur zweiten Bedeutung von wegen. Und die ist sehr, sehr umgangssprachlich. Wir verwenden sie also nicht, wenn wir schreiben, sondern nur, wenn wir im Alltag in informellen Situationen sprechen. Schaut mal, wie unser Dialog vom Anfang weitergeht. Wie geht's eigentlich Manuel? Sein Studium läuft gut, oder? Von wegen. Seine letzten Prüfungen hat er nicht bestanden. Ach, aber er hat doch immer erzählt von wegen, es läuft alles gut und die Noten sind super. Von wegen benutze ich hier, um auszudrücken, dass ich jetzt etwas wiederhole, was Manuel mir gesagt hat. Ich zitiere Manuel. Von wegen, es läuft alles gut und die Noten sind super, heißt, Manuel hat gesagt, dass alles gut läuft und seine Noten super sind. Hier ist noch ein Beispiel. Thomas hat sich gestern 3 Stunden bei mir über seinen Chef beschwert. Was hat er denn erzählt? Ach, von wegen, er behandelt ihn ungerecht, gibt ihm keine interessanten Aufgaben und so weiter. Von wegen, sein Chef behandelt ihn ungerecht, heißt, Thomas hat gesagt, dass sein Chef ihn ungerecht behandelt. Ich war gestern nicht beim Teammeeting dabei. Habt ihr was Interessantes besprochen? Nee, Claudia hat nur versucht, uns für die nächsten Monate zu motivieren. Von wegen, gebt euer Bestes, es ist wichtig, dass wir nächstes Jahr mehr Gewinn machen, dann bekommt ihr eine Gehaltserhöhung. Hier ist der Teil nach von wegen auch wieder ein Zitat. Ich wiederhole, was Claudia in dem Meeting gesagt hat und fasse es auch ein bisschen zusammen. Ihr merkt vielleicht schon, warum dieser Ausdruck gerne benutzt wird. Er ist viel einfacher als die indirekte Rede. Wir brauchen keinen Konjunktiv, kein das und das Verb wird auch nicht nach hinten verschoben. Von wegen ist eine Möglichkeit, mit der man ganz einfach wiedergeben kann, was eine andere Person gesagt hat. In eurer Sprache gibt es solche Ausdrücke vielleicht auch. Auf Englisch könnte man zum Beispiel sagen, she was like, do your best. Manchmal benutzt man nach von wegen auch einen Konjunktiv, wie hier zum Beispiel. Meine Lehrerin hat mich gestern vor der ganzen Klasse gelobt, von wegen, ich wäre die beste Schülerin und mache bestimmt den besten Abschluss von allen. Das war mir schon fast ein bisschen unangenehm. Es hängt immer von dem Sprecher oder der Sprecherin ab, von der Situation und so weiter. Es handelt sich hier, wie gesagt, um einen sehr umgangssprachlichen Ausdruck, bei dem es deshalb auch schwierig ist, ganz klare Regeln zu formulieren. Da gibt es sicherlich auch regionale Unterschiede. Um diesen Ausdruck zu benutzen, muss man also schon ein gewisses Sprachgefühl haben. Wir können von wegen übrigens nicht nur benutzen, wenn jemand etwas gesagt hat, sondern zum Beispiel auch, wenn jemand etwas geschrieben hat. Ich habe schon lange nichts mehr von Peter gehört. Weißt du, wie es ihm geht? Ja, der hat mir letzte Woche mal geschrieben, von wegen, er hat gerade viel zu tun und meldet sich, wenn er Zeit hat. Sehr interessant finde ich, dass man dieses von wegen auch benutzen kann, wenn die andere Person gar nichts gesagt oder geschrieben hat, aber man sich vorstellt, was sie vielleicht sagen wollte. Schaut mal hier. Ich habe meinen Chef heute Morgen nach einer Gehaltserhöhung gefragt. Ich war also bei ihm im Büro und habe ihm gesagt, dass ich im letzten Jahr super gearbeitet habe und gerne 10% mehr Gehalt hätte. Und er guckte mich nur ganz überrascht an, von wegen, bist du verrückt geworden? Hier hat mein Chef also gar nichts gesagt, er hat mich nur angeguckt. Aber ich sage mit dem von wegen, wie er mich angeguckt hat, was sein Blick mir gesagt hat. Man könnte auch sagen, er hat mich angeguckt, als ob er sagen wollte, bist du verrückt geworden?
Jetzt möchte ich euch noch kurz einen weiteren Ausdruck vorstellen, von Amts wegen. Das ist kein häufiger Ausdruck, sondern ein formeller, juristischer Begriff. Der hat also nichts mit den Ausdrücken zu tun, die ich euch gerade vorgestellt habe. Man benutzt ihn auch eigentlich selbst kaum beim Sprechen, aber man liest das mal ab und zu und deshalb erkläre ich euch auch nur kurz, was das bedeutet. Von Amts wegen heißt, dass eine Person oder eine Behörde bestimmte Dinge machen kann oder muss, weil sie ein Amt hat. Ein Amt ist eine offizielle staatliche Funktion, also die Polizei zum Beispiel oder ein Gericht, die Staatsanwaltschaft oder auch eine Universität. Die können alle von Amts wegen etwas tun. Zum Beispiel, die Polizei hat von Amts wegen die Ermittlungen aufgenommen. Das heißt, dass die Polizei selbst angefangen hat, wegen einer Straftat zu ermitteln. Sie konnte von sich aus entscheiden, mit den Ermittlungen anzufangen. Ihr merkt schon, dieser Ausdruck ist sehr speziell. Den muss man auch nicht unbedingt kennen und vor allem nicht selbst anwenden können. Ich glaube, ich habe den auch noch nie im Alltag benutzt. Aber es kann hilfreich sein, grob zu wissen, was es bedeutet. Denn vor allem, wenn man die anderen Bedeutungen von wegen kennt und auch die Präposition wegen, kann das ein bisschen verwirrend sein. Auf meiner Website habe ich wieder ein kleines Quiz für euch. Damit könnt ihr testen, ob ihr alles aus dem Video richtig verstanden habt. Den Link packe ich euch unten in die Infobox. Und wie immer bedanke ich mich bei euch herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, abonniert gerne meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und schaut doch mal in meine Playlisten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.